bin die Waffe. Ich bin die Waffe. Hallo. Hier ist mal wieder der verplanteste YouTuber Deutschlands wahrscheinlich. Die letzten Wochen kam ja nicht wirklich so viel. Ich kann als Ausrede sagen, ich war ein bisschen heiser, ich war ein bisschen krank. Ich habe die gute Miss Lou Lights X3 besucht. Winkel hat die denn? Da ist mein Niveau. Ja, jetzt gleichzeitig müssen wir mal aufs selbe filmen. Dann können wir die Perspektiven wechseln. So. Okay, so. Auf das hässlichste erstmal. Also erst so wunderschön, jetzt, ne? Wir so rum. Mach mit mal. Allerdings haben wir nicht so viel gefilmt. Ich habe mal wieder so ein bisschen Kamera-Trouble gehabt, weil ich nie die perfekte Kamera finden werde. Das ist wirklich so eine Hassliebe. Und ja, ich habe auch so eine kleine Ankündigung zu machen, wie es mit dem Anime-Manga-Format weitergeht, da ich jetzt gerade das Spiel so halbwegs ein bisschen meine Stimme zurückkommt. Liege ich hier wie so ein Gammler rum und ja, ich habe mir gedacht, fürs Vloggen brauchst du eine gute Kamera. Ich habe ja sehr viel rumexperimentiert und habe mir dann schlussendlich die GoPro Hero 5 Black gekauft. Allerdings ist der Ton dort wirklich so dermaßen scheiße, egal mit welcher Einstellung, dass sie für meine Funktion einfach komplett nutzlos war. Jetzt hier filme ich gerade mit der GoPro Hero 4. Und hier erstaunlicherweise müsste der Ton brillant sein. Wie kann es sein, dass das Vorgängermodell im Ton so viel besser ist? Ich verstehe es nicht. Wir haben nicht so viel aufgenommen bei Lou. Sie hatte ein Sichuan-Shooting. Ja, größere Projekte starten bald wieder. Man muss sich auch mal ein bisschen Ruhe gönnen und vielleicht nicht immer alles, was man lebt, nur auf Kamera festhalten, sondern im Gedächtnis, als Erinnerung. Was wollte ich euch noch erzählen? Ich, als ich jetzt auch die ganzen letzten Tage ein bisschen rumgehustet habe und pipapo, war ich nicht faul, ich habe mir Anime reingezogen und ja, bisher habe ich ja immer diese, nenne ich es jetzt mal, Show rausgebracht und da halt mehrere Anime und Manga vorgestellt. Allerdings ist so der innere Schweinehund größer, weil ich da gleichzeitig drei verschiedene oder mehr Sachen gleichzeitig bearbeiten muss und alles. Und ich gemerkt habe, ich komme besser voran, wenn ich ein Video fertig mache, dann das nächste und das nächste. Deswegen wäre jetzt der Plan, ich veröffentliche die Videos quasi einzeln. Immer wenn ich so eine Review fertig habe, dann kann ich zu jedem Titel mehr Kraft reinstecken und danach gleich hochladen. Und am Ende des Monats wird auf dem Manganime-Kanal, wie vorher, wo es jetzt erst eine Folge gab, so gebündelt, diese, nennen wir es mal, kleine Show erscheinen. Bisher habe ich ja die Show hier hochgeladen und danach auf dem Manganime-Kanal immer die einzelnen Reviews als Einzelvideo. Und nun ist es umgekehrt. Da wollte ich mal fragen, was ihr davon haltet. Für mich wäre es so besser, weil ich so jedem Projekt einzeln mehr Zeit geben kann und sozusagen auch innerlich ein Projekt fertig machen kann, das nächste und nicht gleichzeitig drei Sachen, denn ja, das schon allein, wenn ich immer weiß, ich muss drei Sachen gleichzeitig machen, ist bei mir die Blockade viel größer, wie wenn ich weiß, ich mache jetzt das und fertig und dann das nächste, dann geht's auch viel schneller, ja.
Es war so ein kleines Lebenszeichen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr zurzeit auch irgendwie Grippe habt, tot seid oder was auch immer. Und dann geht's jetzt bald wieder mit dem nächsten Anime-Video los und folgen auch bald wieder Videos mit Screenatic und Con-Besuche und mit Lou und Pipapo. Ich räusper mich jetzt noch ein, zweimal und dann starten wir schon mit neuen Videos durch. Und jetzt hier gerade zum Selfie-Stick an der GoPro ist ganz entspannt. Und dieser Ultraweitwinkel müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Jetzt gucke ich, was ich noch in der Bearbeitung rausholen kann. Und dann sehen wir uns bald wieder, denn der Akku ist leer. Tschüss.